Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, heute werdet ihr die krassesten Sachen sehen und heute habe ich einen Special Guest dabei, Freunde. Komm mal her, Diggi. Ja, was geht, Freunde? Mein Name ist Samore und willkommen zu einem neuen Video hier auf Herrsch, deinem Kanal. Ich habe mir den Samore mit dazugeholt, Leute, da er sich mit diesem Thema besser auskennt und speziell sich darauf fokussiert. Heute reden wir über ein bestimmtes Thema und zwar, was zurzeit abgeht mit: Ich habe die teuersten Klamotten, die teuersten Schuhe, alles muss teuer sein. Hauptsache teuer, egal wie es aussieht, es muss teuer sein, Leute. Und zu diesem Thema hat er auch noch ein Video gedreht, Leute. Verlinke ich euch ganz, ganz oben in der Videobeschreibung. Checkt es unbedingt ab, Freunde, und wir fangen an. Also was du ja schon gesagt hast, so zu diesem Thema, ey, es ist teuer, aber auch egal wie es aussieht, kann man halt auch viel zu sagen, dass man einfach, der Wert einer Klamotte ist ja für mich, sage ich mal, sekundär. So, dass du erstmal so, du kannst auch mit günstigen Sachen cool aussehen, das vermitteln viele irgendwie mal falsch. Ja, dass, komplett falsch zu sagen. Ja, dass man einfach so, ey, das ist Gucci, Louis Vuitton, keine Ahnung, Supreme oder sonst irgendwas, so ich trage die krassesten Klamotten, aber was bringt es, wenn du die erstmal nicht gut kombinierst und dazu, wie gesagt, einem Outfit so einem gewissen Charme gibt, sage ich jetzt mal. Ja, und das Ding ist, Leute wollen irgendwie immer versuchen, so Hauptsache, ey, die anderen müssen wissen, wie teuer es war. Leute, die Jacke kostet 1700 Euro, wen juckt es? Die Schuhe kosten keine Ahnung wie viel, wen juckt es? Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. So Hauptsache, so man will sagen, so ey Leute, ich habe die krass teuersten Sachen, Alter, und wollen damit irgendwie angeben, sage ich mal. Ja, viele tragen ja auch dieses, kennst du bestimmt dieses Shirt, wo hier Gucci steht. Ja, oder? Klar, klar. Viele kaufen sich lieber so ein Shirt, was halt, wo man sieht, okay, es kostet 300 Euro, ist von genau, Gucci. Genau, genau. Ich habe zum Beispiel auch eins so in dem Musikvideo von Herald und Romeo, nochmal gerne abchecken, meine Freunde. Da habe ich ein Shirt gehabt, das kostet auch 300 Euro. Wer von euch wusste das? Niemand. Warum habe ich das getragen? Weil ich das feier und weil ich nicht zeigen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das ist so. So dieses, wer weiß, der weiß. Das ist so unser Spruch. So, wenn du nicht weißt, dann ist doch in Ordnung. So, ich muss ja nicht zeigen, das kostet so und so viel. Jetzt halt die Jacke, Digga. Bestes Beispiel. Ich habe die Jacke seit keine Ahnung wann. Jetzt hat Farid Bang die auch mittlerweile. Ich habe nie erwähnt, wie teuer die ist. Geschweige denn sonst irgendwas. Also ich hatte die Jacke an, weil ich die Jacke feier. Okay, Justin Bieber trägt die auch. Boah, Flex. Na Leute, so versteht ihr, was ich meine? So, wenn ich die Jacke feiere und anziehe, dann ist es doch cool. Ich muss doch nicht unbedingt zeigen. Das nächste Mal, ganz ehrlich, wir tragen etwas, was teuer ist, und hinten drucken wir so aus, so auf dem Rücken, so wie teuer das war. Damit, ja, so damit auch jeder sehen kann, wie teuer es ist. Preisschütze, ne? Ja, ja, damit jeder sehen kann, wie teuer es ist. Das ist einfach so dieses Plakative, so ich muss zeigen, es kostet so und so viel. Ey, das ist überhaupt nicht wichtig. Ihr könnt mit günstigen Klamotten genauso cool sein oder auch vielleicht sogar cooler als mit teuren Klamotten. Wie gesagt, es geht um Kombination, was du mit einem Outfit. Ich rede jetzt sehr modebewusst, weil viele interessieren sich nicht so sehr für Mode, sag ich jetzt mal, wie andere, dass sie wirklich in dieser Materie drin sind, aber dieser Charme, den du mit einem Outfit ausdrücken möchtest, diesen Stil und auch wie du Sachen kombinierst, ist halt in gewisser Maßen viel entscheidender, als wie teuer Sachen sind. Das ist es, Freunde, und das ist auch das, was zurzeit komplett falsch vermittelt wird, ja, von sehr, sehr vielen großen YouTubern, dass es irgendwie, Leute, wenn die ein Fashion Haul oder sonst irgendwas machen, habt ihr da irgendwas von H&M, Zara oder sonst irgendwas gesehen? Da kommt gar nichts mehr davon. Es muss nur noch Gucci und sowas sein. Und das ist das, was wirklich schade ist. Es gibt so viele Sachen, die so mega geil aussehen können, was auch günstig ist, was sich so viele dann holen können. Aber das holen die bewusst nicht. Warum? Weil die, sag ich mal, dieses Image haben. Die wollen zeigen, Alter, ey, ich kann es mir leisten und es muss teuer sein zurzeit. Ja, genau. Und wie gesagt, den Titel, den du auch gewählt hast, so dieses Übertriebene. So einfach so, bewusst so. Ja, einfach dieses Parodieren, weil dieses XXXXL Hall, ich habe die krassesten Sachen oder so. Oder dieses Shopping Hall für 5000 Euro oder so. Oder ja, also wofür? Wozu musst du sagen, wie teuer das ist? So, zeig einfach, sag, warum du die geholt hast, die Sachen, inspirier vielleicht Leute damit und dann ist doch gut. Es wird doch oftmals, sag ich mal, ein falsches Bild für jüngere Leute vermittelt, dass man, wenn man keine Yeezys hat, man ist direkt uncooler, so auf dem Schulhof und so. Ich weiß nicht, also ich bin schon länger aus der Schule raus, so, aber ich kann mir vorstellen, dass so dieses Klamottentechnische eine viel, viel größere Rolle spielt als damals, zum Beispiel bei uns, wo wir noch in der Schule waren. Ja, klar, klar. Und keine Ahnung, so dass vielleicht auch Mobbing ist vielleicht hart ausgedrückt, aber das ist vielleicht eine gewisse. Es ist wirklich schon so, Digga. Es ist schon wirklich so, Alter. Wenn die Leute, sag ich mal, nur so, die haben alle nur diese Yeezys und sowas im Kopf. Und wenn einer, sag ich mal, bei Deichmann coole Schuhe findet und sich die holt, der wird dann einfach ausgelacht so dafür. So.
Vor allem sind auch bei sowas viel wichtigere Werte, innere Werte, wie gesagt. Zum Beispiel, wenn ein Mensch korrekt ist, so, mir ist doch egal, wie der angezogen ist. So. Weißt du, ich kann auch mit dir cool sein, wenn du korrekt bist, auch wenn du mit einem 10-Euro-Outfit rumläufst. Ja, also genau, ich meine, genau, so, das ist so, dieses, es kommt nicht drauf an, wie gesagt, was du anhast, sondern wie du das erstmal trägst, plus wie du dann irgendwie dich auch in gewissermaßen verkaufst, sag ich jetzt mal. Was wirklich schade ist, Leute, dass sich dann andere versuchen, sich irgendwie die Klamotten zu kaufen, obwohl die, sag ich mal, das Geld dazu nicht haben, aber es unbedingt haben wollen, damit die dazugehören. Zum Beispiel, die Leute kaufen sich, sag ich mal, dann so ein Gucci-T-Shirt, die feiern es nicht mal, aber wollen es haben, damit die in gewissermaßen dazugehören können. So. Und das ist schade, Alter. Zeig doch mal den Leuten, wie die für 100 Euro was Cooles bekommen können. Oder 200 Euro ein komplettes Outfit oder sowas. Muss doch nicht unbedingt immer so die teuersten Markensachen sein. Ja, Leute werden ja auch, sag ich mal, gezielt angestachelt dazu, Fake-Klamotten sich vielleicht auch zu kaufen, sag ich jetzt mal, um dazuzugehören. Und etwas sich zu kaufen, um dazuzugehören, ist ja auch keine gute Intention diesbezüglich, dass man dann irgendwie, ja, ich will ja mir Sachen kaufen, weil sie mir gefallen. Egal, ob jetzt zum Beispiel Klamotten oder auch ein Auto zum Beispiel oder vielleicht auch kleinere Sachen einfach, zum Beispiel irgendeine Spielekonsole oder sowas. Zum Beispiel, du kennst es bestimmt auch von früher, so wenn man so zu Geburtstag Geld bekommen hat und so. Ja, ich hatte ganz andere Sachen im Kopf, als das irgendwie für Sachen auszugeben, um anderen Leuten zu gefallen. Für mich war früher so einfach, ey, ich habe in der Werbung das und das Spiel gesehen oder irgendwie ich habe das und das Hobby und investiere darin mein Geld. Heutzutage kommt auch oftmals einfach so, du kriegst 200 Euro zum Geburtstag, so direkt, so ey, ich gehe shoppen und ich weiß nicht so, ob das die richtige Intention diesbezüglich ist oder ob man irgendwie auch seine Kindheit so anders irgendwie so in Betracht ziehen müsste. Oder, Digga, die sind dann so dreist, Digga, und sagen halt, 200 Euro, dann kann ich mir das und das nicht mal kaufen, so. Ja, ja, genau. Das ist traurig, so, Alter, das ist so traurig. So undankbar, so, ne? Ja. Ja. Zum Beispiel sieht man ja auch, wenn größere YouTuber, die jetzt nicht, sag ich mal, in dem Fashion-Bereich tätig sind, so, die machen ihre Hauls, so also man sieht Yeezy, Off-White, Louis Vuitton. Standardsachen immer, ja, man sieht, draufklicken. Genau, und zum Beispiel, wenn ich Sachen vorstelle von mir, die ich mir neu gekauft habe, auch mal Sachen, die gewagt sind, so, mich juckt die. Ich feiere sogar, wenn Leute sagen, ey, das ist voll hässlich oder die verstehen nicht, warum ich mir das geholt habe. So zum Beispiel, ich habe viele Schuhe, wo viele sagen, ey, wie kannst du dir sowas holen? Und dann sagen die, warum holst du dir nicht dafür einen Ultra Boost oder einen Yeezy? Ganz ehrlich so, weil das viele haben, weißt du, wie ich meine? So. Und das ist ja nichts Schlechtes, du kannst ja trotzdem die Sachen tragen, aber in gewissermaßen ist Mode für mich auch eine gewisse Art und Weise, mich auszudrücken und mich zu repräsentieren, was ich für ein Mensch bin. Und wenn ich individuell bin, bin ich individuell, ganz einfach. Und ich feiere das, wie gesagt, wenn Leute auch mich kritisieren, so, was heißt kritisieren, aber so sagen, ey, voll hässliche Schuh, ey, ja, cool, aber mir gefällt der, ja, fertig, ich kaufe den, weil ich den feiere und nicht, weil ihr oder die breite Masse den feiert. Das ist es, Leute, es ist scheißegal, was andere sagen, Hauptsache es gefällt euch, scheiß auf die breite Masse, Leute, ihr müsst ja nicht immer mit dem Strom mitschwimmen. Genau. Schwimmt doch mal dagegen. Ehrlich, fühlt euch wohl in dem, was ihr tragt. Das ist die Hauptsache. Ihr braucht euch halt nicht schämen für das, was ihr trägt, Leute. Es muss nicht immer die teuersten Sachen sein. Ohne Scheiß, Leute. Ehrlich, geht mal auf irgendeinen Fashion Hall, Leute. Es ist immer entweder ein Yeezy dabei, ein Off-White-Sweater, ein Supreme-Sweater oder ein Gucci-T-Shirt oder Hoodie. Es ist immer, eins von diesen Sachen ist immer mit dabei. Also so zum Fazit des Videos ist einfach so eine Predigt an euch, sage ich jetzt mal, dass es nicht cool ist, sich nur auf Äußerlichkeiten zu beschränken, sondern es kommt auf viel mehr Sachen im Leben an und ihr seid jetzt nicht uncooler, nur weil ihr, wie gesagt, ein 100-Euro-Outfit tragt und kein 1000-Euro-Outfit. Also macht euch von diesem Gedanken frei und wie gesagt, es kommt darauf an, ob ihr euch wohlfühlt und nicht, ob sich mein Nachbar wohlfühlt oder ob mein, keine Ahnung, bester Freund sagt, ja, geile Klamotten, Hauptsache ihr sagt, ihr könnt dazu stehen und ihr tragt es mit Stolz, sag ich mal. So, Leute, was bringt es euch, wenn ihr Sachen trägt und euch selber dabei unwohl fühlt, aber Hauptsache der andere kann es feiern und sagen, boah, Digga, du trägst das so. Ja, ja. Wofür? Leute, ihr müsst euch selber da drin wohlfühlen und das ist das Wichtigste, das ist A und O. Und deswegen scheißt auf die Meinung anderer Leute und wenn ihr was feiert, dann feiert ihr es. Es muss nicht teuer sein. Ja, Leute, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und auch wenn, sag ich mal, eure Idole die teuersten Sachen tragen, ihr müsst es nicht tragen, Leute, wenn ihr es nicht wollt oder geschweige denn, ihr müsst es einfach nicht. Wie gesagt, nehmt euch das ruhig mal zu Herzen. Es ist, wie gesagt, nicht... Hä? Gebolse Sprachfehler dabei auch. Nehmt euch das ruhig mal zu Herzen, das ist wirklich keine Sache, mit der man sich sein Leben lang identifizieren sollte. Es kommt auf ganz andere Sachen an und ja. Auf jeden Fall cool, dass du dabei warst, Digga. Leute, gerne. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Das neue Video von ihm müsst ihr euch auch unbedingt anschauen und allgemein seine Videos, wenn ihr fashion-affin seid, Leidenschaft dann, habt. Dann checkt seinen Kanal ab, Freunde. Und wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst mal einen Daumen nach oben. Dann lasst doch ein Abo da, ist, kostet nichts. Und wir sehen uns dann demnächst.
bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Peace. To bed, to bed. The no more rocking body, turn you.